So, da sind wir wieder mit Folge 70. Ich bin hier unten wieder in der Spinnenhöhle in meiner Basis und werde jetzt hier einfach mal die Höhle noch ein bisschen erforschen. Mir erstmal die bekannten Teile wieder ansehen, weil das doch ein paar Tage her ist, seit ich das letzte Mal hier unten war. Ich habe in den letzten Tagen ganz kräftig an meinem Komplettumbau weitergewerkelt. Da hat es richtig schöne Fortschritte gegeben. Ich denke mal zum 300 Abonnenten-Special kann ich euch das vorstellen. Da lasse ich mir dann auch noch was Besonderes einfallen. Seid gespannt. Ja, ansonsten bin ich in der Zwischenzeit auf zwei interessante Minecraft-Kanäle gestoßen, beziehungsweise Leute, die Minecraft-Videos machen. Einmal Minenarbeit, den hatte ich euch ja schon, oder hatte ich ja schon mal kurz angesprochen. Macht auch ein Let's Show Minecraft, hat einen schönen eigenen Stil, seine Welt da vorzustellen und zu beschreiben, wie er da durchläuft und was er da alles macht. Alles ruhig ein bisschen auf die ruhige und gelassene Tour. Und hat auch eine relativ große Welt, durch die er da streift. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und steht also bei mir auf meinem Kanal unten bei den Empfehlungen. Ein anderer Neuzugang bei den Empfehlungen ist Dysfunction, der ein wirklich geniales Let's Show Minecraft gemacht hat. Wer die Let's Shows von Gronkh kennt, wird sich bei ihm gleich zu Hause fühlen. Er hat da viel gemacht, viel mit Liebe zum Detail, alles schön ausgebaut, zeigt das auch alles sehr ausführlich und hat da also wirklich eines seiner vier Videos ist wirklich genial. Ich habe da wirklich auf dem Boden gelegen vor Lachen bei dem, was er da gezeigt hat. So eine geniale Idee gibt's selbst in Minecraft nicht alle Tage zu sehen, was er gebaut hat und wie er das da präsentiert. Das ist wirklich super. Der Junge verdient wirklich mehr Abos und mehr Zuschauer. Und er überlegt gerade, ob er statt seines Let's Shows Minecraft ein Let's Play zu Minecraft macht. Gott sei seiner Seele gnädig. Also was der Junge alles baut, da kommen garantiert ein paar Folgen zusammen. Mal sehen, was draus wird. Schaut euch auf jeden Fall sein Let's Show an. Das ist wirklich sehenswert und empfehlenswert, was er da gemacht hat. Dann zu einer anderen Aktion. Ich habe ja zur 50. Folge meine Map hochgeladen, zum Download zur Verfügung gestellt. Das war vor 4 Wochen. Inzwischen ist die Map 150 Mal rund heruntergeladen worden. Ich hatte auch immer wieder dann gesagt, ja, baut an der und der Stelle was. Ich hatte ja in der Karte was mit dem X markiert. Und schickt mir dann Screenshots oder macht ein Video oder eine Videoantwort dazu. Da ist in diesen 4 Wochen bisher von 2 Leuten was gekommen. Von insgesamt 150, die sich also die Map heruntergeladen haben. Und deren beiden Sachen, was die gebaut haben, werde ich also auch nochmal vorstellen. Ganz klar in einem Video. Das kommt in meine Welt rein, was die da gebaut haben. Einen aktuellen Stand der Welt wird es erstmal nicht zum Download geben. Ja, also überlegt mal selber, 150 Leute haben sich das Ding runtergeladen. Bisher 2 haben darauf reagiert und mir geantwortet, mir dazu was geschickt. Wenn jetzt von euch jemand noch aktuell da am Bauen ist und was macht und da kurz vor der Fertigstellung ist, soll er das ruhig noch machen und sich melden? Ich lasse mir da noch was einfallen, dass wir das eventuell reinkriegen. Aber soweit ist diese Aktion erstmal abgeschlossen. Und ja, also nochmal die Map zum Download oder den aktuellen Stand der Map zum Download. Das wird ehrlich gesagt erstmal nicht passieren. Wie gesagt, 150 Leute haben sie heruntergeladen, nur 2 haben sich gemeldet, obwohl ich es mehrfach angesprochen habe, hingewiesen habe, euch eingeladen habe, da was zu machen. Und das muss ich ehrlich sagen, ist doch eine etwas schwache Resonanz von der Quantität her. Von der Qualität her, die beiden Sachen, die gekommen sind, die sind wirklich gut, verdienen es auch, in einem Video vorgestellt zu werden. Ja. Und von daher
Ja, also, ich weiß nicht, was die anderen 148 Leute gemacht haben, die sich die Welt heruntergeladen haben. Ob die da einfach nur ihren Jagd- und Sammeltrieb befriedigt haben. Oder ob da tatsächlich noch was passiert ist. Meldet euch einfach, wenn ihr da was gebaut habt. Schickt mir einen Link zu einem Foto oder zu eurer Welt oder wie auch immer. Macht eine Videoantwort, dass ich sehe, dass ihr euch da mit der Welt beschäftigt habt und die nicht einfach runtergeladen habt, weil sie zum Download zur Verfügung stand. Ja. Das ist einfach, ich möchte einfach schon auch gern wissen, was ihr da mit der Welt macht, was euch da passiert, was euch dazu noch einfällt. Ja. Und meldet euch da einfach. Dann gibt es in Zukunft halt auch wieder solche Aktionen. Ja, was habe ich noch auf der Liste? Ja, die letzten paar Tage ist es ein bisschen eng geworden mit Aufnehmen und Spielen und so weiter. Deswegen auch nicht täglich ein Video. Das wird wahrscheinlich so bis Ende April, bis Ende Mai, Entschuldigung, erstmal so bleiben. Ich werde natürlich zusehen, dass ich da tue, was ich kann. Aber das reale Leben stellt nun mal seine Anforderungen. Und ich habe halt auch einige Sachen, einige Ideen im Kopf, wo erst sehr viel vorbereitet werden muss noch, wo viel Vorarbeit geleistet werden muss, bevor da was entsteht, was man also dann hier bei YouTube hochladen kann. Ja. Von daher, ja, werde ich halt zusehen, dass ich weiter Videos natürlich hochlade. Wenn es auch nicht täglich sein wird, stellt euch da einfach mal drauf ein. Dafür kommen dann Ende Mai, Anfang Juni ein paar richtig tolle Sachen nochmal. Und ich hoffe, dann ist es auch soweit, dass das 300-Abonnenten-Special vom Stapel gelassen werden kann, was ich hoffentlich dann auch bis dahin fertig habe. Ach ja, was habe ich hier noch zu tun? Was habe ich hier noch zu sagen? Hälfte des Videos ist gerade rum. Und ich habe nichts mehr auf der Liste. Ja. Gut, hier passiert in der Folge erstmal auch nicht mehr viel, als dass ich da durch die Höhle tobe und ein paar Sachen abbaue. Ich habe inzwischen eine Stelle gefunden auf meiner Karte, wo ich mir ein Segelschiff bauen möchte. Das hatte ich ja auch irgendwann mal auf meiner Liste und an meiner Mauer da vermerkt. Da habe ich also inzwischen eine schöne Stelle gefunden, eine große Wasserfläche, wo ich in der Mitte eine relativ schmale Sandbank habe. Auf der Karte, die beim Download dabei ist, zu Folge 50, wo die Welt dabei ist, ist halt auch eine Karte dabei. Da müsste die Stelle schon erkennbar sein. Die ist ziemlich weit rechts oben. Wenn man so vom Vor nach rechts hochgeht, müsste man das sehen, ziemlich große Wasserfläche und in der Mitte halt eine lange, schmale Sandbank. Da denke ich mir, werde ich mir also ein schönes Segelschiff hinbauen. Und was hatte ich noch? Ja, genau. An der Ecke, die wir auf unserer Erkundungstour gesehen haben. Da, wo dieser Wassereinschnitt ins Land war, wo ich sagte, ja, da könnte man noch mal ein kleines Dörfchen bauen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch noch in Angriff nehmen. Einfach ein paar kleine Hütten da zusammenzimmern. Ja, was gibt es noch? An der Designhöhle gibt es ja noch diese Bucht, wo dann hinten die Felswand ist, wo man also sowas noch machen kann wie Abu Simbel. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Und ja, Minecart-Strecken kann ich noch oder müsste ich eigentlich noch umstellen auf die neuen Powertrails und Detektorschienen, dass ich also da meine Minecart-Station umbaue. Die freischwebenden Streckenteile müssen natürlich eigentlich auch noch mit Stützen versehen werden und so weiter. Also für Offscreen-Arbeiten steht da noch jede Menge auf dem Plan. Mal sehen, wann und wie und ob ich dazu komme. Hier haben wir endlich einen unbekannten Teil der Höhle gefunden, wo sich das also auch dann weiter verzweigt. Schauen wir mal da weiter, was sich da ergibt. Da hinten kommt Licht her. Deswegen schauen wir erstmal in eine andere Richtung weiter. Oder sichern hier erstmal den Raum ein bisschen ab. Und dann wird hier Gang für Gang erforscht. Ja, ich mache mal hier einen kurzen Break und schaue dann mal nach, ob mir noch was einfällt zum Reden. Ja, ist mir doch tatsächlich noch was eingefallen.
Ich habe halt in letzter Zeit so viel Offscreen gebaut, gerade an dem Komplettumbau. Da sind mal locker 40 Stunden draufgegangen an Zeit. Ich war zwischendurch auch noch mal sogar auf Puerto Vallarta, habe die ganze Insel einmal abgeholzt. Das ist ja meine Baumfarm, wenn ihr euch noch dran erinnert. Habe also die ganze Insel einmal abgeholzt und wieder aufgeforstet. Habe zwischendurch auch mal meine Getreidefarmen abgeklappert, die ich so überall habe, nicht nur auf Puerto Vallarta, sondern auch noch am Vor und an der Strandhütte und so weiter. Habe da das Getreide eingesammelt und pipapo. Nur mal so als Vorstellung vom Umfang. Beim Abholzen von Puerto Vallarta, als ich da also wirklich alle Bäume niedergemacht habe, um Holz zu ernten, ist eine komplette halbe Diamantaxt draufgegangen. Ja, ihr wisst ja, wie lange eine Steinaxt durchhält, wie lange eine Eisenaxt durchhält. Und auf Puerto Vallarta hatte ich eben noch eine halbe Diamantaxt. Und die hat also nicht ganz ausgereicht, um da alle Bäume zu fällen. Ich musste also noch eine Eisenaxt dran setzen, damit da auch wirklich alles Holz von der Insel runter war. Und habe dann aber natürlich alles wieder neu gepflanzt und gleich mit Knochendünger nachgehauen, dass da also die Bäume wieder stehen. War auch eine Aktion, die so eine Stunde, gute Stunde gedauert hat. Alles in allem ist natürlich auch eine Sache, die fürs Video nicht besonders interessant ist. Ja, wie gesagt, also kreativ momentan so ein bisschen. Blackout oder Schreibhemmung oder Ladehemmung, nennt es wie ihr es wollt. Das ist einfach alles draufgegangen für den Komplettumbau. Ich weiß jetzt also auch nicht so recht, wie ich an der Stelle hier weitermache. Das ist hier die Kaverne am Spinnenspawner, wo mich meine Spinne runtergeschubst hat. Und unten hat mich natürlich prompt ein Creeper erwartet und in die Arme genommen. Aber dank Rüstung habe ich das überlebt. Die hat sich dann da für mich geopfert, die Rüstung. Und dann bin ich also hier über diesen Erdturm wieder hoch und baue mir jetzt da also einfach mal eine kleine, eine richtige Treppe hin. Ja, wie gesagt, ein bisschen kreative Ladehemmung einfach zurzeit. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt hier an der Spinnenhöhle weitermachen soll. Auch mit dem Innenausbau der Station in des Stützpunktes. Wir haben ja hier auch in der Nähe noch das Baumhaus, das geplante. Erstmal ist es ja nur ein schöner großer Baum. Da weiß ich ehrlich auch einfach noch nicht so recht, wie und was ich da anfangen soll. Und einfach mal planlos drauf losbauen ist bei mir nicht so, weil das meistens dann schief geht und ich dann da alles nochmal abreiße, wenn ich irgendwo ohne Plan was anfange. Oder zumindest eine Vorstellung davon, was ich da machen will. Ja, deswegen hier auch erstmal dieser. Ja, von den Bildern her nicht sehr interessante Ausflug in die Höhle. Dafür aber eben hoffentlich interessanter Kommentar aus dem Off. Ich denke mal, ich werde als nächstes einfach mal wieder mit euch so eine kleine Erkundungstour machen. Dass wir einfach nochmal so einen großen Bogen durch die Landschaft schlagen, dabei neue Gebiete entdecken, die dann sowohl für mich wie auch für euch neu sind. Mal sehen, worauf wir dabei stoßen. Und das Ganze dann natürlich wieder mit Live-Kommentar. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Na, ich ziehe hier einfach nochmal eine Ebene Steine raus. Cobblestone kann man immer gebrauchen. Na, mach da noch die Fackel hin. Und, ja, also ich denke mal demnächst wieder auf Erkundungstour mit Live-Kommentar. Und ich werde halt zusehen, dass ich halt die anderen Sachen, den Komplettumbau fertig kriege, auch die Videos dazu fertig kriege, die ich dazu machen möchte, dass das rechtzeitig zum 300-Abonnenten-Special klappt. Dass das dann halt schon die Videos da sind und ich sie einfach hochladen kann, wenn die 300 Abonnenten erreicht sind, beziehungsweise wenn ich irgendeine andere Geschichte halt vorstellen will, wenn ich auch dann weiß, wie ich hier weitermache, da eine Vorstellung habe, wenn ich weiß, wie es mit dem Baumhaus weitergeht oder eine andere Ecke habe, wo ich dann weitermachen will. Es müssen ja hier noch Wege gebaut werden und so weiter. Das ist ja auch alles nicht unbedingt interessant für ein Video, es sei denn, man hat da dann aus dem Off was Interessantes zu
kommentieren. Ich sortiere hier jetzt erstmal meinen Kram. Wie nach jeder Tour packe ich hier alles in die Kiste rein, sortiere das ein bisschen und tue und mache und na? Jawohl. Dann schnappe ich mir einfach erstmal eine Angel und setze mich hoch an den Strand und versuche mir ein paar Fische zu fangen. Ich brauche jetzt einfach noch ein bisschen Entspannung, ein bisschen abschalten, damit der kreative Akku auch wieder aufgeladen wird. Ja. Ja, nehmt es mir also nicht übel, wenn das heute wieder ein bisschen, jedenfalls von den Bildern her, nichts wesentlich Neues war. Dafür aber hoffentlich im Kommentar Neues. Ich bin erstmal fischen. Wir sehen uns. Adieu mit Ö.